Viel Fraß Animals ihre Natur selk, kennt sie seltsam, kennt sie Autor die seltsam, kennt sie der Vielfraß. Gulo Gulo ist eine Raubtierart aus der Familie der Marder, Mustelide, die im nördlichen Eurasien und in Nordamerika lebt. Er wird auch als Bärenmarder oder Jerv bezeichnet. Der Name Vielfraß ist eine Verballhornung des nordischen Begriffs Kommafjellfress, was so viel wie Gebirgskatze bedeutet. Der Vielfraß ähnelt in seinem Körperbau den echten Mardern, wird aber deutlich größer. Er erreicht eine Kopfrumpflänge von 65 bis 105 cm und eine Schwanzlänge von 17 bis 26 cm. Mit einem Gewicht von bis zu 32 kg werden Männchen deutlich schwerer als Weibchen, die 20 kg erreichen können. Der massive Kopf und die kräftigen Gliedmassen erwecken einen deutlich kompakteren und kräftigeren Eindruck als bei anderen Mardern. Die Ohren sind relativ klein, der Schwanz ist kurz und buschig. Das lange, dichte Fell ist dunkelbraun oder schwärzlich gefärbt. Charakteristisch ist eine gelbliche oder hellbraune Bandzeichnung, die sich von den Schultern über die Seiten des Rumpfes erstreckt und sich über der Schwanzwurzel wieder vereint. Verbreitung und Lebensraum eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu Verbreitungsgebiet des Vielfraßes. Der Vielfraß ist über die Taiga- und Tundra-Gürtel der nördlichen Halbkugel verbreitet. Sein heutiges Verbreitungsgebiet umfasst Skandinavien, das nördliche Sibirien, Alaska, weite Teile Kanadas und vereinzelte Populationen im Nordwesten der Vereinigten Staaten. In geschichtlicher Zeit war er auch weiter südlich heimisch, so in Polen, im Baltikum oder in Deutschland bzw. in etlichen Regionen der Vereinigten Staaten, wo sich sein Verbreitungsgebiet bis Kalifornien und Pennsylvania erstreckte. Aus diesen Gegenden wurde er durch menschliche Bejagung vertrieben. Am häufigsten sind Vielfraße in den borealen Nadelwäldern vorzufinden, doch auch in den baumlosen Mooren der Tundra und in Gebirgsregionen sind sie weit verbreitet. Lebensweise eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu Vielfraß. Vielfraße sind vorwiegend nachtaktiv. Im Norden ihres Verbreitungsgebietes halten sie während der Polartage und Nächte einen alternierenden Rhythmus mit jeweils 3- bis 4-stündigen Schlaf- und Aktivitätszeiten. Zur Ruhe ziehen sie sich in Nester zurück, die sie aus Gräsern und Blättern in Höhlen, Felsspalten oder unter gefallenen Bäumen errichten. Manchmal beziehen sie auch Bau anderer Tiere oder legen Höhlen im Schnee an. Sie sind in erster Linie Bodenbewohner, können aber auch gut klettern und schwimmen. Sie sind zwar nicht sehr schnelle, aber ausdauernde Läufer, die 10 bis 15 Kilometer ohne Pause zurücklegen und in einer Nacht Distanzen bis zu 45 Kilometern bewältigen können. Sie halten keine Winterruhe, wandern im Winter aber manchmal in tiefer gelegene oder südlichere Regionen ab. Wie die meisten Marder leben Vielfraße einzelgängerisch. Es sind territoriale Tiere, die ihr Revier oder zumindest ihr derzeitiges Aufenthaltsgebiet mit dem Sekret ihrer Analdrüsen oder mit Urin markieren. Gegenüber gleichgeschlechtlichen Artgenossen sind sie in der Regel intoleranter als gegenüber Vertretern des anderen Geschlechts. Ein Revier eines Männchens kann sich mit dem mehrerer Weibchen überlappen oder sogar gänzlich überschneiden. Die Reviere sind verhältnismäßig groß und können im Winter 2000 Quadratkilometer umfassen. Nahrung eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Im Sommer zeigt der Vielfraß ein ganz anderes Jagdverhalten als im Winter. In der warmen Jahreszeit betätigt er sich vor allem als Aasfresser, sucht aber auch nach Vogeleiern, Baumtrieben und Beeren. Nur selten reißt er junge Rentiere und Elke, wenn er sie unbewacht antrifft. Im Winter nutzt der Jerv seine Überlegenheit gegenüber großen Säugetieren, da er sich ihnen auf dem Schnee fast geräuschlos nähern kann, ohne einzusinken. Seine Hauptbeute sind in dieser Zeit Schneehasen, Mäuse, Eichhörnchen und Schneehühner, gelegentlich aber auch Rentiere, Elke und sogar Luchse. Solch großen Tieren springt der Vielfraß auf den Rücken, um sie in den Nacken zu beißen, bis sie stürzen. Früher wurden Schauergeschichten über seine Gefräßigkeit verbreitet, so berichtet Brehms Tierleben, allerdings mit Skepsis, dass er sich an Aas, nach einer alten Erzählung von Konrad Giesner sogar an einer Leiche, vollfresse und sich dann zwischen engstehenden Bäumen durchzwinge, um den Darminhalt möglichst rasch loszuwerden und sogleich weiterzufressen.
Eckige Klammer auf 1, eckige Klammer zu Fortpflanzung, eckige Klammer auf Bearbeiten, eckige Klammer zu. Die Paarung erfolgt in den Monaten April bis Juli, bedingt durch eine Keimruhe beginnt die eigentliche Tragzeit erst zwischen November und März. Nach rund 30-40-tägiger effektiver Trächtigkeitsdauer bringt das Weibchen 2 bis 4 Jungtiere zur Welt. Zu diesem Zweck legt es oft eine Schneehöhle an, in der die Jungtiere ihre ersten Lebenswochen verbringen. Neugeborene sind schneeweiß, blind und wiegen rund 90 bis 100 Gramm. Sie werden 8 bis 10 Wochen gesäugt und verlassen die Mutter im Herbst. Nach einem Jahr erreichen sie ihre volle Größe, nach 2 bis 3 Jahren werden sie geschlechtsreif. Die Lebenserwartung in freier Wildbahn beträgt 8 bis 10 Jahre, in menschlicher Obhut können sie 17 Jahre alt werden. Mensch und Vielfraß, eckige Klammer auf Bearbeiten, eckige Klammer zu Vielfraßname, eckige Klammer auf Bearbeiten, eckige Klammer zu. Der Name bezieht sich nicht auf die Ernährungsgewohnheiten, sondern ist eine volksetymologische Ableitung des altnordischen Fjellfress, was so viel wie Gebirgs, Fjell, Katze bedeutet. Namen, die auf Gefräßigkeit hindeuten, hat der Vielfraß auch in mehreren anderen Sprachen. Nicht zuletzt die wissenschaftliche Bezeichnung, Gulo Gulo, nimmt Bezug auf die gefräßige, nordische Sagengestalt Gulon. Die englische Bezeichnung Wolverine nimmt dagegen Bezug auf den Wolf, während in allen modernen skandinavischen Sprachen eine dem schwedischen, Järv, analoge Bezeichnung verwendet wird. Verfolgung, eckige Klammer auf Bearbeiten, eckige Klammer zu. Die menschliche Bejagung des Vielfraßes und die damit verbundene Verkleinerung seines Verbreitungsgebietes hat 2 Gründe. Zum einen sieht man ihn als Nahrungskonkurrenten, Rentierzüchter fürchten ihn, da er manchmal ihr Vieh reißt. Aus diesem Grunde wurde er in Skandinavien bis in die jüngste Zeit gejagt. Außerdem dringt er manchmal auf der Suche nach Nahrung in Häuser ein, wo er den strengen Geruch seines Analdrüsensekretes verbreitet. Der zweite Grund für die Bejagung war sein Pelz. Er galt früher als wertvoll, spielt heute aber im kommerziellen Pelzhandel keine Rolle mehr. Von arktischen Völkern wird er aber wegen seiner Kälte und Durchlässigkeit immer noch geschätzt. Symbolik, eckige Klammer auf Bearbeiten, eckige Klammer zu. Die norwegische Kommune Bardu und Kittilä, eine Gemeinde in der finnischen Landschaft Lappland, führen einen Vielfraß im Wappen. Kittilä. Bardu. Der Vielfraß ist außerdem Maskottchen der Michigan Wolverines, des Verbundes der Sportmannschaften der University of Michigan. Auch in dieser Hinsicht ist der US-Bundesstaat Michigan dem Vielfraß verbunden, eine hauptsächlich aus Detroiter Soldaten bestehende Brigade im US-Bürgerkrieg nannte sich Wolverines, und hin und wieder wird Michigan mit dem Beinamen The Wolverine State versehen. Dies ist möglicherweise auf den Pelzhandel in Sault Ste. Marie im 18. Jahrhundert zurückzuführen. Auch in Mythen verschiedener Indianerstämme spielt der Vielfraß eine wichtige Rolle. Bestand und Schutz, eckige Klammer auf Bearbeiten, eckige Klammer zu. Im nördlichen Mitteleuropa ist die Art ausgestorben, in Norwegen gibt es nur mehr eine kleine Population von 120 bis 150 Tieren, die streng geschützt ist. Die schwedische Vielfraßpopulation war so gut wie ausgestorben, wurde aber 1969 unter Schutz gestellt und konnte sich in den letzten Jahren auf rund 480 Tiere erholen, die hauptsächlich in Lappland und vereinzelt in Dalarna leben. Eckige Klammer auf 2, eckige Klammer zu. In Finnland hat sich der Bestand seit zwischen 1991 und 2007 fast verdoppelt und wird derzeit auf 150 bis 170 Individuen geschätzt. Eckige Klammer auf 3, eckige Klammer zu. Im östlichen und südlichen Kanada sind Vielfraße ausgerottet worden, ebenso im größten Teil des Kerngebietes der Vereinigten Staaten, wo nur mehr vereinzelte Reliktpopulationen vorkommen. In Nordasien, dem nördlichen Kanada und Alaska sind sie noch häufiger, insgesamt gelten sie laut Weltnaturschutzunion IUCN als nicht gefährdet, least concern. In Deutschland sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung Handel und Einfuhr verboten, um die Bejagung in den verbliebenen natürlichen Lebensräumen nicht zu begünstigen.